Luca hat keine Augenfarbe. Das heißt, dass das Sehvermögen ziemlich eingeschränkt ist. Das ganze Leben verändert sich. Heilung in dem Sinne gibt's nicht. Im Februar stand es fest, Martin Dausch wird Unioner. Der nächste Schritt auf der makellosen Karriereleiter. Kurz darauf macht Söhnchen Luca das Glück perfekt. Doch zwei Wochen nach der Geburt ändert sich alles. Luca hat Aniridie. Seine kleinen Kulleraugen sehen nur einen Bruchteil. Weil nur 800 Menschen in Deutschland diese Krankheit haben, sind Heilung und Behandlung kaum erforscht. Deswegen war es uns eigentlich wichtig, dass wir in die Öffentlichkeit gehen, dass wir auch Leute vielleicht finden, die Kinder schon Aniridie haben, dass denen auch besser geholfen werden kann. Und natürlich auch, um die Forschung voranzutreiben. Diese ist extrem teuer. Deshalb wollte die junge Familie für ein wenig Unterstützung werben. Aber ein bisschen gibt es bei Union nicht. Das Schicksal des Neuzugangs bewegt. Binnen weniger Tage setzen die Union-Fans Himmel und Hölle in Bewegung, um zu helfen. Selbstgemalte Augenbilder von Kindern sollen heute Abend die alte Försterei schmücken. Wir haben Union von ganz unten hochgeholfen und wir helfen auch anderen, wenn sie Probleme haben. Unioner sind immer füreinander da, egal aus welcher Klasse sie kommen, wie viel Geld sie haben, wo sie wohnen, wo sie leben, ist völlig egal. Wenn ein Unioner Hilfe braucht, sind andere da und werden ihm helfen. Immer. Und so wird es wahrscheinlich auch für immer bleiben. 2000 Fans sind spontan vorbeigekommen. Alle wollen dem kleinen Luca helfen. Insgesamt werden es 800 Bilder. Und weil diese für den guten Zweck versteigert werden, packt Luca auch noch selbst mit an. Wir konnten uns nichts darunter vorstellen. Wir haben es noch nie gesehen und war super einfach. Wirklich einfach unbeschreiblich. Mir fehlen ein bisschen die Worte, weil so viel Anteilnahme und so viel Hilfe. Und es ist einfach verrückt und wahnsinnig. Fast 3 Monate trägt Martin Dausch das Trikot der Eisernen, aber Unioner bist du eben nicht nur ein bisschen. Union ist schon ein familiärer Verein und ja, mit dieser Aktion sieht man wieder, dass die Leute eng zusammenrücken. Nicht alle können Union sehen, aber jeder kann es fühlen. Auch Luca wird nun niemals vergessen. Eisern, Union.